denke mal, ich werde jetzt hier so... ja, erstmal fliege ich auf die Fresse, das denke ich mir. Das ist immer das Beste. Erstmal... erstmal auf die Fresse. Erstmal aufs Maul legen. Das war auch damals in der Grundschule schon so. Ich kam in die Schule, da stand einer vor mir und sagte erstmal in die Fresse. Ja, das kann ich mir bei dir vorstellen. Ich hatte eine schwere Kindheit. Frank, dein Leben ist immer noch schwer. Tja, hätte es mal abnehmen sollen. Hab ich jetzt bei Weltwatch das angerufen, hat keiner abgenommen. Aber ich finde solche Sendungen mega verdummend. Wenn Spider-Man angerufen hatte, der kein Netz. Ich finde solche Sendungen wie Spadewatch ist einfach übelst verdummend. Im Endeffekt, klar, dir kann zwar geholfen werden mit deinem Gewicht, aber zum Großteil ist es echt einfach nur zur Belustigung der Massen, weil du einfach so dick bist. Und ich meine, man kann das auch ohne machen. Das ist so, naja, also... Klar. Na, der nächste Punkt ist ja auch, ich sag mal so, wenn du wirklich abnehmen willst, dann muss das von dir selber rauskommen. Und nicht durch irgendeine Sendung oder so. Ja. Also ich meine, die kann dir zwar dabei helfen, aber... Die Hälfte, die am Ende dir ist das im Endeffekt scheißegal, ob du abnimmst, mal ganz ehrlich. Das interessiert dich ein Scheißdreck. Ja, klar. Ne. Machen wir uns da mal nichts vor. Na, so würde ich das nicht unbedingt sagen. Ein bisschen interessiert es schon. Fall nicht runter! Oh, knapp. Ich versuche hier jedes Stück Erde zu retten. So selbstlos. Lol. Ich bin so selbstlos. Dann fahr da hier noch Stein rein und das da kommt weg, das brauchen wir auf jeden Fall, das darf nicht verschwinden. Und dann kommt jetzt hier die dritte Steinreihe hin. So, dann muss auch das da wieder weichen. Und das da kann auch weg, das brauchen wir jetzt auch nicht, das ist auch gut, ich hab's aufgehoben, das ist auch nicht schlecht. So. Dann würde ich ganz ehrlich sogar hier noch, den Stein wieder wegzimmern, ob ich das jetzt aufhebe oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal. Machst ihn hin, machst ihn weg. Huch! Flieh wieder hoch, lass mich raus! Ich komme hier gar nicht raus, scheiße. Weil das Wasser ja sich... Ich habe das Wasser ja verdrängt durch meine Masse. So. Und da fliegt jetzt Erde rein. Aber wir werden es so machen, wir werden die Hauptinsel aus Erde machen, so schön mit Gras und so, dass alles schön grün ist. Und werden dann drumherum den Stein platzieren, die Steinwege anbauen. Dass man sich so denkt, okay, gut, das da war die Hauptinsel, dann im Endeffekt musste einfach mal weichen irgendwas. Und ja, so ungefähr habe ich das geplant. Wenn ihr da andere Vorschläge, Ideen, Cartoons und Phänomene habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Schreibt, bis euch die Finger bluten. Die guten Blüten. So, okay. Machen wir hier hinten ein bisschen noch mehr Erde. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit den Wegen. Die sehen echt scheiße und schäbig aus. Also ich meine, der Stein an sich sieht schon cool aus, aber ich muss was einfach lassen, wie ich die Wege gestalte. Das sieht ja... Naja. Wie hast du sie bis jetzt gestaltet? Ja, drei Steinreihen einfach erstmal nur. Klingt kreativ, gell? Das klingt wirklich irgendwie nicht so nach dir eigentlich. Ich könnte ja, Moment, ich probiere mal was aus. Na, ich habe ja momentan noch keine Items hier. Holz ist mega rar. Ach so. Stein ist momentan das einzige Item, was ich in größerer Masse habe, weil ich ja durch die Steinfabrik, die ich mir gebastelt habe hier, das in unendlicher Form herstellen kann.
Also eigentlich das Einzige, was ich wirklich unendlich habe, ist Stein und Holz. Holz kann ich zum Glück auf viele Arten anbauen. Da habe ich auch zwei verschiedene Holzarten momentan schon gefunden. Vielleicht gibt es auch zwei andere. Das wäre natürlich cool. Ich habe gerade eine Idee, wie ich eventuell das bauen kann. Das wären zwar ziemlich teure Wege. Obwohl sie mal... Nee, ich habe eine andere Idee, wie ich das mache. Oh, Hilfe. Ich muss mir eine wesentlich größere Baumplantage zulegen erstmal hier. Das tut uns gar nichts. So. Oh, ich wurde gerade von hinten. Ja, was wurdest du von hinten? Ja, erzähl weiter. Zombie-Vieh angegriffen. Oh, okay. Naja, gut. Oh mein Gott. Ach, na dann. Na dann ist es ja nicht so spannend. Ah, Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kannst du auch... Kannst yeah, oh, oh. Never guess then. Das passt schon. Okay. Toll. Ich glaube, wir sind jetzt hier vollkommen falsch angegangen. Jetzt, ich mach das jetzt nochmal weg. Jetzt gibt's hier schon Zombies mit irgendwelchen Stahlhelmen. Klingt spannend. Ja, na, ich wollte ihm einen grad, wie gewöhnlich einen Headshot verpassen, gell. Immer mal zu pling und der Typ überlebt, gell. Ich dachte, hä? Was? Scheiße. Wenn wir mich jetzt hier einmal dreist, wie wir sind, den Stein wieder wegzimmern. Ich habe keine übelste Rohstoffverschwendung hier, das ist unnormal. Es ist übel schwer mit Rohstoffen hier. Fällt das ins Wasser und fällt das ins Wasser. Warum habe ich hier so viele Fackeln Platz? Hier war ich besoffen oder was? Wolke kommentiert schon gar nicht mehr mit, das ist ihm zu blöd einfach. Ja, ich... Nee, ich bin gerade hier mega konzentriert, weil mir ist jetzt gerade die Munition ausgegangen und jetzt habe ich hier nur so eine Kackmachete und... So. Steigt ein. Los. Oh ey, mein Auto, es geht gar nicht. Habe ich gleich mal umlackiert hier. Von blau in rot. So ein bisschen unweigerlich, aber... Das ist so typisch roter Wolke, ne? Er hat die größten Probleme mit Zombies, ne? Gerade so, aber das Auto, die Farbe des Autos, die ist übelst assi, die muss man schon mal umlackieren. Das ist so die Probleme. Nee, das ist eher... Sagen wir mal so, wie ich habe das Auto mit den Zombies umlackiert. Ach so. Drücken wir es mal so aus. Ja, also ein bisschen blau ist noch, aber so unten rum und gerade die Motorhaube, das ist alles unten rötlich gemacht. Unten rum ist meistens rötlich, ja. Das ist, müsst ihr verstehen. Toll. Ich wundere mich, warum das Auto so scheiße langsam fährt und so scheiße sich lenken lässt. Naja, fehlt mir hinten auf einmal ein Rad. Hast du ein Rad ab mit... oder was? Ja, ich habe ein Rad abgehabt. Naja, nehmen wir halt einfach mal den nächsten Wagen. Das ist das Geile hier an dem Spiel. Es steht überall irgendwo ein Wagen rum, außer du fährst auf irgendeinen Kackberg hoch, wie ich es vorne hatte. Naja, ich sag's mal so, ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Zombie-Apokalypse hätte, seinen Wagen in Sicherheit zu bringen. Ne, ist richtig, das finde ich ja gerade so geil. Also wenn du einer dieser Menschen warst, die bei der Zombie-Apokalypse gestorben sind, kein Problem, Wolke freut sich, dass du deinen Wagen stehen gelassen hast. Ja, ich meine... Ja, ne? Ist doch nett. Guck mal, ich jetzt als Überleben... Hallo, geh mir aus dem Weg, du. Geh mir aus dem Weg! Geh weg! Was? Ich jetzt als Überlebender, guck mal, ich kann die ganzen Wagen jetzt total gut nutzen. Ich habe jetzt keinen Zombie gespawnt hier, weil das brauche ich sie gerade gar nicht. So. Eigentlich müsste ich jetzt hier...
Ja, ich müsste jetzt hier Holz hin. Achso, das ist ja... Zelt muss ich ja trotzdem oben platzieren. Okay. Hallo, da. So. Hier muss Holz hin. Dann kommen jetzt zwei Steinreihen drauf. Ah, oh, Mann, 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 Mann! So, mit Stick funktioniert das echt gut. So. Und jetzt müssen wieder Holzreihen hin. Übelst geile Karre mir geschnappt. Geil. Das sieht doch auf jeden Fall schon mal besser aus als die Wege, die ich davor hatte. Die sind zwar ein bisschen aufwendiger jetzt, die Wege, aber das interessiert mich ja nicht. Bin ich, wo muss ich hin? Oh, oh, geh's weg. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass das da, Sandstein ist. Vielleicht würde ich den Sandstein da einfach noch umändern, dann passt das auch wieder. So, das da fliegt das natürlich wieder raus. Wie gesagt, das ist ein bisschen Verschwendung von Steinen und auch von Spitzhacken. Ich glaube, da werde ich mal noch eine Steinspitzhacke machen dafür, damit ich hier nicht so viel Stein verschwende. Klack und Klack und Hopsasa, da haben wir wieder eine. Und ihr seht schon, da wächst gerade eine ganze Menge Holz für uns. So. So, Moment. Und jetzt haben wir natürlich noch das nächste, und zwar kommen jetzt hier natürlich so aus. Jetzt haben wir natürlich noch. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Zäune. Werden wir jetzt basteln, genau, Zäune. Und werden die hier einfügen. Mir fällt gerade auf, wir spielen nur noch Musik. Egal, passt schon. Ja, super, Zäune einfügen. Es sind Platten, du Trottel. Brain. Oh, du bist zu ruhig. Du bist gerade gestorben. Wolke? Wolke! Da hat sie gerade aus dem Chat gehauen, keine Ahnung warum. Wolke? Dich hat's rausgehauen, gell? Oder? Dich hat's rausgehauen. Ist cool. Okay. Steam muss man manchmal nicht verstehen. Also das Spiel, was ich gerade spiele, läuft ja über Steam. Da war jetzt irgendwie nichts. Aber mich hat's aus dem Steam-Chat rausgehauen. Hä? Aber gut. Muss man nicht verstehen. Ist halt Steam, ne? Ja, genau. So sieht das denn aus. Dann kann ich hier rein. Sieht sogar cool aus mit den Zäunen an der Wand. Das sieht fast schon professionell aus. Aber auch nur fast. Wenn der Faktor Never nicht wäre, dann wäre das fast professionell. Aber ja, genau. Sagt er und fiel ins Wasser. So muss man das machen. Hat eigentlich bei Isoland das Wasser eine bestimmte Tiefe oder geht das endlos runter? Ich glaube einfach, dass, also zumindest glaube ich, dass so, da wurde irgendwas genommen, irgendein Land, wurde einfach auf eine bestimmte Tiefe mit, wie nennt sich dieses Programm? Ah, da gibt es ein Programm, wo mit dem Minecraft einfach sehr schnell bearbeiten kannst. Da wurde einfach alles weggeschnitten, alle Berge und so, komplett weggeschnitten auf einem Punkt. Wurde überall Erde draufgepackt oder sowas. Und dann wurde einfach Wasser draufgesetzt. 50 Blöcke hoch oder so. Okay. Ich glaube, so ist es einfach passiert. Und ja, deswegen spielt es halt jetzt... einfach da. Das soll wahrscheinlich so eine Art Überflutung darstellen, weißt du? Dass das letzte Insel der Welt auf der Welt ist, die es gerade noch so überlebt hat. Und die ganze Welt ist überflutet worden von Wasser, das bestimmt irgendwo herkommt, wo keiner eine Ahnung hat. Ist auch logisch, ne? Ich meine, wenn die Welt überflutet, dann muss das Wasser irgendwo herkommen.
Na klar, also das ist ja. Ich kam einfach aus dem Weltall, so ein Wasserkomet. Und ja. Kennt man ja, Wasserkometen aus dem Weltall. Wer hat davon noch nicht... Wasserkometen aus dem Weltall, Standard. Wer hat davon noch nicht gehört? Kretzka, Standard. Gestern hast wieder einer eingeschlagen. In... Ja, bei mir ist gerade eben schon wieder einer runtergekommen. Was du bei dir zu Hause machst, möchte echt keiner wissen, liebe Wolke. Das ist eklig. Too late. Too late. Nee, jetzt hab ich's gesagt. Ich deiner Schelm. Oh, es wird doch mal wieder. Denkt man tritt gegen einen Zombie an. Nein, auf einmal kommt 5 auf einen zugerannt. Hilfe. Das ist wie bei Minecraft, du läufst durch die Gegend, auf einmal steht ein Creeper neben dir. Okay. Boom. Jetzt hatte ich jetzt in meiner Hauptwelt wieder. Ich hab die Aufnahme begonnen und dann musst du erstmal 2 Creeper beglücken. Und dann durfte ich mich damit beglücken, das zu reparieren, was die da, naja, in ihrem Fun und was auch immer getan haben. Wie Creeper das halt tun, ne? Und ich werde jetzt hier eine Baumplantage hinbauen. Ich kann mit der Anzahl an Bäumen nämlich nicht leben. Ich kann so nicht leben. Ja, die Maschine. Nein. Doch, doch, ist wirklich nein. So. Die Maschine mal genauso lang wie. Ah, oh, Mann, das kann doch nicht wahr sein, ey. Jedes Mal diese blöden Missionen, ey. Und das mach ich mal weg. Ich hab jetzt schon die 2. Überlebenden hier verloren, ey. Ich fass es nicht. Burg ist Menschenfreund, das wissen wir jetzt alle. Das, wurde mir auch klar, nachdem er Ego-Shooter-Spiele spielte. Das passt eigentlich voll gar nicht zusammen. Spielst du ein bisschen Shooter-Spiel, musst Menschenleben retten. Das ist unnormal. Nein, das passt nicht. Boah, warum spielst du sowas? Jetzt wirst du es. Genau deswegen. Nein. Oh, scheiße, egal. Kann man noch gebrauchen. Nein, du hast... Ich kann dir jetzt das gesamte Spiel hier erklären, aber das würde ganz schön weit reichen. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt schon einen 2. Überlebenden verloren an diese blöden Zombies, weil ich eine blöde Mission versucht habe zu erfüllen. Für mich hört sich das alles ein bisschen an wie Don't Starve oder so. Nachts darfst du nicht raus, weil du stirbst und du musst halt am Tag dir alles für die Nacht zusammensammeln oder so in der Art. Du kannst in der Nacht raus und musst in der Nacht auch teilweise raus. Da sind halt nur wesentlich mehr Zombiehorden unterwegs als tagsüber, ne? Hast du da auch so eine Lebensanzeige und so, also so Essen auch was so und Trinken? Na, Essen nicht, du hast Ausdauer und Lebensanzeige, musst aber für die Gemeinschaft halt Essen ranschaffen und so, weil du darüber halt Leben bekommst. Alles klar. Das Spiel einfach nachher und dann. Ja, ich wollte es mir vorhin kaufen, aber da gab es mir dieses, ich habe ja kein Paypal und oh, das ist... Das warum kann man nicht einfach über Lastschrift machen? Ich raffe nicht, warum Menschen das nicht einfach über Lastschrift machen können. Das ist so easy. Na, PayPal ist praktisch auch nichts anderes als Lastschrift eigentlich. Halt nur mehr oder weniger anders. Lass mich fluchen. Ach, keine Ahnung. Wir werden jetzt erstmal... Also erstmal werde ich mir jetzt ein bisschen von dem Holz zurücklegen, um Holzkohle herzustellen. Ich weiß auch nicht, wie viel Kohle wir momentan haben. Muss mal schauen, vielleicht haben wir auch genug Kohle, dann brauche ich mir gar keine Holzkohle machen. Da habe ich das mal meine Axt geschrottet. Super. Jetzt wird's nachts langsam. Dann muss ich erstmal schlafen gehen, bevor Zombies da wieder auftauchen. Hätte ich jetzt keinen Bock drauf auf Zombies. Es ist doch nachts. Ich will schlafen gehen. Du kannst nur nachts schlafen. Okay. Das hat mich bei Minecraft, weil ich war so aufgeregt. Manche Menschen sind nachtaktiv. Wenn es draußen schon dunkel wurde, aber noch nicht dunkel genug war, und dann
Du kannst nicht schlafen gehen, es ist noch nicht Nacht, sondern nein. Ich bin der Besitzer des Spiels. Ich schlafe, wann ich Lust dazu habe. Ja, wirklich. Manche Menschen wollen nur Nacht spielen. Schlafen. Es sind, du kannst nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Ja, genau. What? Weißt du, dann denke ich mir so, ich bin in einem scheißsicheren Haus und du sind mich ein Scheißdreck, ob da ein Monster neben meinem Fenster steht. Es ja. Kommt hier eh nicht rein. Ich muss niesen. Wenn's drin